Ja, hallo meine werten Freunde der World of Warcraft Unterhaltung. Heute begrüße ich euch mal wieder zu einer Ausgabe Let's Play World of Warcraft. Ja, und ich dachte mir, was machen wir heute? Wir machen einfach mal wieder ein paar World Quests, weil Farundes Hofstaat will beackert werden und ich zeige euch hier mein neuestes Mount, meine neueste Errungenschaft, den Spektralelch, sage ich mal. Schaut ganz geil aus, musste man per Archäologie erfarmen. Und ja, ich freue mich eigentlich über ihn. Und jetzt, wie gesagt, legen wir aber los mit dem Farundes Hofstaat. Das heißt, da gibt es ein paar Quests, die wir machen können und auch natürlich machen sollten. Farundes Hofstaat ist in Ashuna. Und da fangen wir erstmal da oben an, den Blutstarrer Falkosaurier ausmerzen. Das heißt, erstmal müssen wir natürlich dahin. Und das Schöne ist, hier ist der Flugpunkt gleich daneben. Das heißt, zack, dahin. Und das ist eine schöne Quest für mich als Feuermagier, denn da muss man ganz ehrlich sein, das ist nicht so schwierig, da jetzt ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Einfach mit den AOE-Schaden dann da rein und seinen Spaß haben. Ja, an der Stelle kann man mal einfach mal wieder fragen, wer von euch spielt denn ebenfalls das Spiel? Würde mich interessieren, was habt ihr so für Chars? Wie schaut es bei euch aus? Ratet ihr? Macht ihr? Was macht ihr? Also haut mal so ein paar Kommentare zu World of Warcraft raus. Ich bin da immer sehr angetan. In der Zeit können wir auch nochmal hier sozusagen meinen aktuellen Charakterstand mal anschauen. Also wirklich frischer geht's gar nicht. Und wir sehen, ich habe hier einen 885er Helm. Ich habe hier eine schöne Kette, 900er Schultern. Und das Set habe ich auch mittlerweile voll. Also alle vier Teile, um den Bonus zu bekommen. Für diejenigen unter euch, die das spielen, die wissen, was ich meine. Das ist mein wichtigstes Legendary, die Armschienen. Da bin ich heilfroh drum, weil das als Feuermagier essentiell ist. Meine Waffe sieht man jetzt leider hier gerade schlecht beim Fliegen. Blinkt hier so ein bisschen durch. Hier kann man es so ein bisschen besser sehen. Das ist das versteckte Artefakt, Relikt. Schaut so aus, auch ganz nice. Dann haben wir hier eine 895er Hände, 905er Taille, die Hose mit 890, 900er Füße, 895er Finger, noch ein 905er Finger und meine Trinkets, auch da ist ein Legendary dabei. Also ich bin an sich, muss man sagen, recht zufrieden mit dem Stand des Equips. So, und jetzt geht's hier rüber. Da springe ich gleich mal heroisch in die Tiefe. Oh, da hat einer bei der Gilde ein Legendary bekommen. Da gibt es natürlich ein GZ dafür. Das ist unser Tank. Hat er auch ein schönes Tank-Item. Was hat er? Schildschlag, Abklingzeit von Schildwall. Das klingt tankig. Also, alles gut. Davon profitiert der Raid. So, und hier. Da sind die Falkosaurier, die auszumerzen sind. So, zack, die ersten schon auch mit Hilfe von den Trinkets rausgeschossen. Und wie gesagt, hier AOE-Schaden geht immer gut ab. Das ist kaum ein Problem. Den sollte man sogar mit einem Schuss losbekommen, wenn es gut läuft. Ah, fast. Auch der ist weg. Ich bin außer Reichweite. Und wir sehen schon 40% geschafft. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Also das ist halt wirklich die große Stärke am Feuermagier. Dieses Thema AOE-Fertigkeit. Schon 56%. Und man kann halt auch auf die Distanz einfach mal schnell zudotten. So. Und das geht natürlich. Also ich habe ja einen Schurkentwink. Das dauert da dramatisch länger, diese Quest. Wer
Und schon ist es erledigt. Also das geht wirklich, wirklich super. Oh, Blutjäger sogar auch bekommen. Da gibt es immer Blut von Sargeras. Jetzt da leider nur eins drin. Und das war schon die erste Quest. Da müssen jetzt noch drei weitere folgen. Und dann gibt es die Belohnung für Abschluss von 4 Quests. Also das geht immer ganz gut. Da können wir schon mal gucken, was wir als nächstes machen. Der Hellachar-Landung, intaktes Murloc-Ei. Oh ja, da ist eine Tötungsquest. Das geht immer gut von der Hand. Für, das habe ich noch nie gemacht. Das kenne ich gar nicht. Mordrex getötet, das machen wir auch. Und da ist noch... Oh ja, das machen wir auch. Okay, ich weiß schon den Fahrplan, was wir machen werden. Und was ich euch zeigen will. Besonders diese eine Kirin-Tor-Quest ist immer ganz nett. Ich hoffe, dass ich da nicht verkacke, weil das ist so ein bisschen was anderes und so eine bisschen... Ja, Movement-lastigere Angelegenheit. So, da war er nicht. Wo ist denn der eine, den wir töten müssen? Da ist er. Das heißt, wir springen da rüber und können dann ganz entspannt runterreiten. Das kann man noch so ein bisschen zeigen. In der Zeit vielleicht die Sammlung an Reittieren. Den Himmelsjäger, das sind zwei, die ich gekauft habe. Die gab es für eine Aktion, die waren ganz günstig. Dann dachte ich mir, das schlage ich mal zu. Das ist so der Standard-Mount. Auch der, wie gesagt, das habe ich mir durch die Archäologie geholt. Der Braunbär. Der ist es auch noch eins der besonderen Mounts. Das gab es für das Erlegen von Nightbane. Da gab es dann, für einen aus der Gruppe gibt es dieses Mount. Der Strike vom Goblin ist ganz cool. Das Turbo-Strike ist noch cooler. Simmelsgolem. Das braucht man zum Kirschnern. Ist ganz hilfreich. Zum... Ja, nicht zum Kirschnern, zum... Ach Gott, wie heißt denn? Kräuterkunde, jetzt. Mana-Säbler gab es für das Abschließen der Quest die Nachtgeborenen. Also da hat sammelt sich immer so ein bisschen was auf. Und da Safarion getötet. Also, da ist schon immer ein bisschen was dabei. So, jetzt reiten wir runter. Strauch bleibt man natürlich hängen, klar. Und wie gesagt, mittlerweile ist der Magier wirklich so vom Level her recht hoch. Also ich sehe es immer wieder, wenn ich mit dem Schurk unterwegs bin, da werde ich doch das eine oder andere Mal noch im PvP angegriffen, weil er verhältnismäßig von der Gearstufe, der ist nämlich bei 867 und der ist hier bei 904, also da sieht man doch eklatante Unterschiede und dementsprechend wird der Schurke als leichte Beute wahrgenommen, da denkt sich jeder, oh ja, lecker Schurke. Bei Magier, da wird es dann schon wirklich zweimal überlegt, ob man den hier angreift, weil der doch schon wirklich ein größeres Hindernis auch im PvP für Leute darstellt. Ich selber bin echt kein PvP-Spieler, ich habe da wirklich 0,0 Ahnung davon, aber einen schafft man dann schon noch irgendwie umzuboxen, weil er einfach einen guten Burst hat, also das heißt schnell viel Schaden macht in kürzester Zeit. So, ich glaube, ich weiß, der Typ muss da oben, glaube ich, sein, wenn es der ist, den ich da im Kopf habe. Mal schauen, ob die mich hier abmounten, aber noch schaut es gut aus, dass ich hier weiterhin auf meinem Elch sitzen kann. Wir sind uns zahlenmäßig überlegen. Wir bedürfen eurer Fähigkeiten. So, jetzt hat der den gerade getötet. Das heißt, der spawnt hier gleich wieder. Dauert immer ein bisschen. Der andere wartet hier auch schon drauf. Vom Kinderkirchenchor. War auch mal ein netter Name. In der Regel dauert es nicht lange, bis die spawnen, weil natürlich da immer einige drauf warten. Man sieht es ja, der ist gerade gelegt worden und schon stehen hier wieder zwei vor der Tür und wollen den das nächste Mal wegmachen. Da ist sogar schon hier auch die nächste, in dem Fall ein Todesritter. Taurin in dem Fall, ein Mädel. Da ist er auch schon. Ich werde euch zerquetschen. So, und da ging es ihm schon an den Kragen. Das hat nicht lang gedauert. Das geht recht fix. So.
Und wo machen wir weiter? Den nicht. Ich wollte euch die Ding da unten zeigen. Wie der Wind. Ah, ich nehme hier schnell die Pfeife des Flugmeisters. Da ist man schneller wieder bei dem Flugmeister seines Vertrauens. Und kann dann von hier aus gleich weiterreisen. So, und wie gesagt, oh ja, das ist gut. Wir sind hier nämlich gleich da, wo ich hin wollte. Das heißt, da kann ich gleich hinreiten. Und das ist einfach eine der besonderen Aufgaben, die World of Warcraft zu bieten hat, diese Kirin-Tor-Quests, weil da muss man ab und an einfach so Mana-Säbler reiten. Das heißt, einfach so einen, ja, so ein Tier reiten und nur so ein paar Tore ablaufen, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht so fordernd, aber eben sowas wie jetzt hier, das ist so eine Jump-and-Run-Einlage, würde ich fast eher sagen. Also weniger Jump oder weniger Run, mehr Jump. Jetzt muss ich mal schauen, wie komme ich denn da überhaupt rüber? Wahrscheinlich muss ich hoch und dann dahin. Weil da unten macht es keinen Sinn. Ich habe die Aufgabe hier noch nicht gemacht, bis dato, fällt mir auf, weil ich bin hier noch nie hochgeritten wegen so einer Kirin-Tor-Quest. Deswegen auch für mich jetzt gleich was Neues. Für euch gut, weil ich kann mich jetzt richtig blamieren, weil ich echt gar keinen Schimmer habe, wo da das ist. Manche Quests kennt man ja natürlich schon nach einer Zeit. Aber in dem Fall ist es auch für mich komplett novo, wie man so schön sagt. So, hier macht es alles keinen Sinn. So, die muss ja... Ah, da ist er. Oh, die ist in der Tat echt spannender, glaube ich. Okay, ich bin gespannt. Wir learning by doing. In diese Kugeln darf man nicht rein, da fängt man gleich von vorne an. Okay, scheinbar habe ich jetzt schon was falsch gemacht. Ja, genau, man darf da nicht rein. Ich habe mich doch runterfallen lassen bis dahin, bis zu der blauen. Aber ich mache das schon richtig. Weil da zu der blauen muss ich runter. Ja, genau. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht wollte. So, jetzt bin ich hier in der ersten Plattform. Das ist so die Sicherheitsplattform. Mal nur gucken. Nicht darüber. Ja, genau. Das dachte ich mir fast. Also muss ich mich hier wahrscheinlich runterplumpsen lassen. Oder zurück und dann vor. Weiß ich nicht. Probieren wir jetzt alles mal aus. Wie gesagt, die habe ich auch noch nie gemacht. Nee, das macht keinen Sinn. Das war zu kurz. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch gesagt, ich blamier mich. Und genau das passiert jetzt auch. Also jetzt funktioniert es schon mal besser. Da vorne, das ist das Ziel, wo ich gerade so hinsteuere. Was? Jo, hat geklappt. Das war's. Aber da sieht man, das ist gar nicht so leicht. So, jetzt überlege ich mir gerade noch, was ich noch mache. Den Vortax, den töten wir jetzt auch noch. So Tötungsquests, die gehen immer zackig flink von der Hand. Jetzt muss ich da aufpassen, wenn ich da jetzt runterfall, habe ich echt ein massives Problem mit meiner Damage, mit meiner HP-Leiste. Aber ich bin ja Magier, ich habe ja so eine Fähigkeit, dass ich hier so schweben kann. Und dann funktioniert es auch. So, ohne Schaden abzubekommen, geht's hier runter. So, jeder darf mal auf mich einschlagen. So, da ist schon jemand scheinbar durchgeritten, weil deswegen kommen die Maps gerade alle fleißig zurückgelaufen. So, und hier ist gleich der Flugmeister. Und dann geht's auch schon darüber. Und dann hat man die Quests auch schon alle hier abgeschlossen. So, jetzt ist die Frage, was ist schneller? Ach, wir nehmen einfach den Flugpunkt und machen dann den Weg rüber. Also, das geht ganz fix.
So, jetzt werde ich ja... Da mache ich doch mit. Jetzt mache ich... So, und da ist es darüber. Der ist auch hier gleich ums Eck. Sieht man immer ganz schön hier in dem Pfeil. So, und ich kann mir vorstellen, da muss es irgendwo sein. Diese Dämonen sind noch hartnäckiger als die erbärmlichen Nager. Wir müssen sie zurückschlagen. Die Nachtwächter werden euch helfen. Nee, die Wichtelmutter ist es nicht. Wo könnte das sein? Ich könnte jetzt natürlich hier diesen Kampf ausführen, aber eigentlich interessiert mich ja jetzt, wo dieser Vortax ist. Also ich entferne mich jetzt gerade ein bisschen davon. Wir laben uns an eurem Fleisch und wahrscheinlich alle von euch da draußen wissen genau, wo es lang geht. Und ihr denkt sich, was macht er denn da jetzt? Aber ich habe ehrlicherweise wirklich keinen Plan. Wobei das gerade zumindest jetzt mal wieder in die richtige Richtung läuft. Lass mich in Ruhe, Mord mich ab. Ach, Gott sei Dank, alles gut. So, und jetzt kommen wir da immer näher hin. Die Legion hat Stella Gosas. Und da, glaube ich, sind wir richtig. Ihr müsst den Nachwuchs unserer wichtigen. Ja, da drin wäre er jetzt. Der wurde aber auch gerade besiegt. Das heißt, da jetzt kurz abwarten, bis der kommt. Wie gesagt, ein bisschen Geduld muss man da mal haben. Aber hier warten schon die Nächsten. Ein Magier-Kollege war das gerade. So, der hat auch das schöne Mount. Da ist er auch schon. So, und jetzt gehen wir dem Saures. So, und auch der ist hinüber. So, und das war's schon. Jetzt muss man, jetzt gibt's noch die Belohnung dafür. So, mal gucken, wo ist denn die? Farundis Hofstadt ist doch... Ne, Farundis Hofstadt ist... Muss doch hier sein. Die muss doch da eigentlich sein, die Belohnung. Jetzt nicht, dass ich jetzt gerade einen gedanklichen Fehler habe, aber... Ne, die muss eigentlich da hier sein. Deswegen... Da fliegen wir jetzt auch schnell hin. Azeroth darf nicht. Na, jetzt hat man auch das, genau, da brauche ich das. Fragezeichen, wo ich mich gerade gewundert habe, wo es denn ist. Und da kriegt man jetzt eben die Belohnung für diese Aufgaben. Die gibt es einmal am Tag, 4 Stück. Man kann natürlich deutlich mehr machen, wie man hier sieht. Da gibt es einiges zum Abarbeiten. Aber in dem Fall machen wir jetzt einfach mal die. Es gibt auch immer einen World Boss, beziehungsweise hier in dem Fall, das ist in der Nachtfestung. Aber wie gesagt, heute haben wir jetzt mal uns Farundis Hofstadt da angeschaut. So ein bisschen wieder ein paar World Quests. Das finde ich auch eigentlich eine schöne Option, dass man da so auch seine Chars so ein bisschen hochpushen kann zu Beginn mit den Twinks. Und ich mache es einfach aufgrund der Ressourcen, die es dafür gibt, und auch Legendaries kann man da immer gut abstauben. So. Hallo. Da ist er schon. Und da kriege ich jetzt die Kiste. Und da haben wir schon das Inventar. Das heißt, hier ist diese Kiste und jetzt gucken wir, was da rauskommt. Eine kuriose Münze und 805 Skandgelenke, was in der Tat eigentlich gar nicht so verkehrt ist. So wie ein bisschen Gold. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, ein bisschen Einblick in diese mythische Welt zu bekommen. Ansonsten vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.